Scratch. Okay, Return 6 sind wir hier. Das sollten wir uns mal merken. Der Strom ist aus. Immer ein gutes Zeichen. Meinst du? Drinnen ist ein Besessener. Da drin. Könnte man meinen. Nö, keiner von denen. Okay. Scheint, als müssten wir den Schlüssel finden. Also ohne Strom. Haben Sie Wake dort festgehalten? Aber die Tür ist versperrt. Oh hier. Loot. Jemand da? Krottemulch, einen wunderschönen guten Abend. Na, alles gut? Oh, Maverick, du sagst Stream Elements, guten Tag. Auch geil. Ja, Krottemulch, wie du siehst. Oh. Oh, sehr gut. Sehr gut. Wir kommen gleich wieder. Wir gucken uns erstmal hier an. Die Gegend an. Sind Sie das? Anderson? Anders. Sie sind ja immer noch hier. Ja, sicher. Gut, dass ich nicht auf Sie gehört habe. Ja, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Hören Sie. Kommt gerade frisch von einem Fußballturnier vom Sohnemann. Da draußen ist jemand, der befallen. War sehr cool. Wir nennen es den Schatten und ein Besessener. Ja, ich kümmere mich darum. Everybody gonna be cool. Bämala. Zerfetzt. Zerfetzt. So, trotzdem erstmal gucken, ob sie irgendwas getan hat. Guck mal da. Licht aus hier, das ist ja. So. Nachladen. Ja, gerade bin ich immer noch bei Alan Wake, ne? Was macht ihr im Moment? Helldivers 2, cool. Dieser Starship Troopers angelehnte Shooter. Der sah ganz cool aus. Ich habe einen. So einen Bericht gesehen bei Digital Foundry. Das sah nicht schlecht aus. Und dann habe ich vorhin Werbung gesehen. Es kommt tatsächlich ein Starship Trooper Spiel. Also ein richtiges mit Lizenz und so. Auch nicht schlecht. Ja, richtig. Ich glaube, ich muss mit den Affiliate schaffen. Hast du recht. Hast du recht. Da muss man ein bisschen unterstützen. Wo soll ich anfangen? Wir wollten einen Systemalarm am Cauldron Lake überprüfen. Aber es war schlimmer, als wir dachten. Richtig schlimm. Die Polizei, meine Agenten, die meisten wurden befallen, bevor sie reagieren konnten. Wo ist Wake? Ich weiß, was hier vor sich geht. Wake bringt das in Ordnung. Alan Wake ist ein Para-Utilitarier. Ein richtiger Zungenbrecher, nicht wahr? Wir haben ihn nach Protokoll im Haftraum eingesperrt. Irgendwie steht er mit dem Schatten in Verbindung. Ist es so ein Multiplayer-Gedöns? Also so ein Deathmatch-Ding quasi? Oder kann man da als Singleplayer rumrennen und vielleicht sind auch andere Leute da, aber mehr so Singleplayer? Das habe ich nicht so rausgehört bei Digital Foundry. Da ging es nicht gerade darum. Haben Sie meinen Partner, Casey, gefunden? Ja, wir haben ihn gefunden. Draußen im Wald. Die Begegnung mit dem Schatten hat etwas mit ihm gemacht. Geht es ihm gut? Er lebt. Wir haben ihn zu uns. Oh, sehr gut, Toffel. Sehr gut. Ah, Koop-Mission, okay. Okay. Also so Back for Blood-mäßig. Was ziemlich cool war, Maverick.
Da sollten wir auch mal wieder ins Auge fassen, da weiterzumachen. Das war ja lustig. Wieso ist das FBC hierher gekommen? Bright Falls ist immer wieder Schauplatz von abgewandelten Weltereignissen. Der Schatten ist stärker. Hab ich dich eigentlich abonniert, Grotte? Ich weiß es gar nicht. Und es gibt Probleme im HQ. Aber wir haben ich bin mir gar nicht sicher. Wir konnten nicht rechtzeitig alles vorbereiten. Estevas, ich muss mit Wake reden. Wie kann ich das am besten hier machen, ohne Schabernack zu treiben? Protokolle haben mittlerweile sowieso keinen Sinn mehr. Wehe, ich bereue das, Anderson. Ohne Strom lässt sich die Tür zu den Hafträumen nicht öffnen. Im Keller gibt es einen Sicherungskasten. Hier. Ja, da. Du wirst diese Schlüssel brauchen. So. Ich folge dir wenigstens mal. Meine Liste mit den To-Dos ist... Oh, also ich muss sie mir wirklich mal aufschreiben. Ne? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wann bist du bereit, Toffel? Wir wollten doch auch. Hast doch den Stream gewonnen. Muss nur Bescheid geben. Zurück in die Leichenhalle. Und danach ist Zeus dran. Großartig. Und dann Sicky Jackson. Vielleicht können wir das ja so machen. Guck mal, im Moment streame ich ja Sonntag, Montag und Donnerstag. Vielleicht sollte man den Sonntag nutzen für so gemeinsames Streamen. Ja, also im Normalfall habe ich ja sonntags relativ früh Zeit, außer heute natürlich. Da könnte man schon so ein paar Stunden irgendwas Geiles ballern. Ach so, ist das Grotte möglich. So wie das alte Avatar-Spiel, ne, wo man dann quasi die ganze Fläche erobern muss. Geht dann aber rein in Third Person oder Ego, je nachdem, um die Kämpfe selbst durchzuführen. Das klingt cool. Das klingt cool. Oh, ehrlich, Maverick, World War Z findest du besser? Wie gesagt, ich habe das alleine, habe ich das mal gespielt, bis in diesen Bahnhof runter, da wurde es dann schwer. Aber das ist halt... Wie auch der Film. Einfach stupides Viecher töten. Da fand ich Back 4 Blood schon ein bisschen cooler. Ne, auch geile Maps und so. Das war schon schön. Ah, ich kann in den Keller. Anderson, hören Sie mich. Und gleich wird's heller. Hatten Sie schon die ganze Zeit unsere Frequenz? Belauschen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Berufs. Aber nein, ich hab's von Ihrem Partner. Anderson, ersetzen Sie die kaputte Sicherung im Sicherungskasten. Dann sollte die Energieversorgung wiederhergestellt sein. Klar. Wie in jedem Kapitel. Oder fast jedem Kapitel. Es geht immer um eine Sicherung. Oh, da kann ich jetzt auch rein. Cool. Ja, allein ist es viel zu schwer. Absolut. Absolut, ja. Ja, ich meine, es war mal ein spaßiger Tag, wo ich da gezockt habe. Aber das war's dann auch schon. So begeistert bin ich jetzt nicht davon. Man, können wir bestimmt auch mal machen, klar. Aber das wäre jetzt nichts, wo ich dann so hinterher wäre, um ständig... da weiter spielen zu wollen. Aber so als aus Spaß zwischendurch, klar. Noch ein Kultversteck. Was sind denn Tiny Tim Raketen? Tiny Tim. Irgendwas klingelt da bei mir. Was ist denn Tiny Tim? Jetzt da bloß hier stehen schon die Symbole drauf.
Oh nee. Mathematik. Das ist aber nicht gut. Okay, das ist ein Strich. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Dann machen wir mal eben 4. Vielleicht ist es so. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Das war ja einfach. Beware the cult of the tree. Ja, Money. Das brauche ich nicht. Schnickschnack. Schnickschnack. Kleine Raketen mit fast 70 Kilogramm Sprengstoff drin. Oh ja, okay. Ich würde mal sagen, die ballern rein. So. Da unten war Dingens, ne? Boah, was höre ich da für Dinge? Das ist ja so fies gemacht in dem Spiel, ne? Mit dem... Mit den ganzen Geräuschen überall. Na klar, sowas gab es schon immer mal, aber dieses 3D-Audio über das Raytracing, das ist... Ist schon eine andere Nummer, sag ich mal. Ja, speichern. Das ist schon was anderes. Okay, keine Sicherung. Aber wir können eigentlich mal ein bisschen was wegpacken. Ich denke mal, wir haben wieder viel zu viel einstecken. Drei Stück von den Dingern ist dabei. Übel, übel. So, Fackeln oder Raketen. Brauche ich nicht. Granaten brauche ich auch nicht. Brauche ich alles nicht. Gut, Munition brauche ich. Ja, das Gewehr, ne? So ein Freund davon bin ich ja auch nicht, ne? Ich habe einmal geschossen damit, glaube ich, ne? Ungefähr. Pack das mal weg. Ist da Platz? Oh, du machst doch selber Platz. Was sind das? 4, ne? Ja. Da brauche ich jetzt eigentlich nicht. Das können wir auch mal wegpacken, dass wir Platz haben. Schrotflinten, Handwaffe, Batterie. Und das ist das große Gewehr. Brauchen wir die auch nicht mitnehmen. Können wir ein bisschen Loot mitnehmen, wenn es soweit ist. So, packen wir da hoch. Dann packen wir da hoch. Okay. Alan Wake ist Singleplayer, ja. Das ist reine Singleplayer. Nochmal kurz speichern. Ach, so geil, ne? So ein cooles Spiel. Da schießt jemand. Hier. Die haben wir immer noch nicht geholt, ne? Die Armbrust. Ja, pack trotzdem mal ein. Vielleicht kommen wir da noch dran, früher oder später. Oh, Werbung. Tü-tüm. Casey? Sind Sie das? Anderson? Feuer einstellen! Ich komme rein! Verarscht. So. Liegt hier noch irgendwas? Ich brauche eine Sicherung. Vielleicht liegt hier irgendwo eine rum und sagt nichts. Irgendwas drin? Nö.
Open up, sag ich da mal. Riecht auch nichts. Okay, gehen wir erstmal dahin. Da hockt er. Oh. Bla bla. So, was los? Herr Anderson, gefällt es Ihnen, was ich aus dem Laden gemacht habe? Mr. Anderson. Etwas mehr Leichenlicht wäre schön. Sehr lustig. Wie geht es Ihnen? Beschissen wäre geprahlt. Schauen Sie mich nicht so besorgt an, Anderson. Ist nur eine Fleischwunde. So hatte ich die Gelegenheit, mich mit Kieran über unsere Ex-Frauen zu unterhalten. Mit Agent Asteris, meine ich. Sie haben neue Freunde. Aha. Ich bin ganz neidisch. Ja, ja, Freunde. Gleich mal angebaggert. Ist alles in Ordnung? Alles okay. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Watery stellte sich als gute Spur heraus. Ich habe den Klicker und den Kult gefunden. Aber die Horrorgeschichte verändert die Realität. Wie Wake vorausgesagt hatte. Logan, sie ist... Laut der Geschichte starb sie hier. Aber wir können es aufhalten. Moment, Saga. Wie meinen Moment Sie das? Mal. Logan ist tot. Bewegt den Mund. Ist sie schon lange? Casey steht auch unter dem Einfluss der Horrorgeschichte. Ich kämpfe jetzt für sie alle. Was ist im Hotel passiert? Wake hat die Wahrheit erzählt. Der Kult war hinter ihm her. Und das Dunkel ist auch real. Ich hab's gesehen. Eine abgefahrene Monsterwolke. Wake hat versucht, mich zu warnen. Es hat mich bewusstlos geschlagen. Ah, ich wollte die aktuellen Abos noch anzeigen lassen. Habe ich vergessen, die Quelle einzubinden. Ich bringe das in Ordnung. Nächste Mal. Auf jeden Fall ist im Chat jetzt mal die Geschenke-Abos auf all time drin. Aber zuerst brauche ich Strom. Bis ich das gefunden habe, ne? Selbst auf der Twitch-Support-Seite ist noch das alte Twitch-Menü. Findest nichts. Junge, Junge. Was den Strom angeht, hier, bitte. Diese Sicherung habe ich bei den armen Schweinen dort gefunden. Ich kümmere mich drum. Halten Sie die Stellung, Casey. Und warum hat er die dann eingesteckt? Ich gehe nirgendwo hin. Wollte eine Sicherung klauen. Und warum hat er die befummelt, die armen Schweine? Ja. Er hätte sie auch selbst reinstecken können, ne? Die 2 Meter. So. Anderson, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Sie können jetzt zum Zellenblock gelangen, aber die Verschleierten rennen dort frei herum. Danke für die Warnung. Das macht nichts. Im Verschleiern sind wir gut. Oh, hier. Cool. Ja, guck mal. Da. Oh, sollen wir mal... Hab ich die im Schnellmenü? Ja, hab ich tatsächlich. Fackel. Einfach mal zum Testen. Ich die Taschenlampe. Alles klar, Zeus. Mach's gut. Viel Spaß auf der Arbeit morgen. Oh. Kann ich auch werfen? Boah. Ja, ja. Komm.
Die Situation ist unter Kontrolle, Esteves. Ich komme wieder hoch. Okay. Okay. Ja. Nehmen wir mal noch eine. Kurz überlegen. Ah, genau, das war der Speicherpunkt. Können wir ja mal eben speichern. Und dann geht's los. Tudum. Keiner da. Anderson, hier drüben. Ja, ja, ich komm. Ist ziemlich eng geworden in dem Schrank. Was ist hier los? War nicht leicht, den Besessenen aus dem Weg zu gehen. Und nun bin ich wieder hier. Egal, ich wollte Sie nur warnen. Wir halten die Koskiller-Brüder auch in den Zellen fest. Sie sind die Anführer des Kults des Baumes. Seien Sie vorsichtig. Das sind keine Cosplayer, das sind Koskiller. Schickt das FBC Hilfe? Wir waren die Hilfe. Naja, wir und das Haus am See. Aber wir haben noch die spezielle Ausrüstung, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Sie ist hinten. Wir wurden unterbrochen, als uns die Besessenen überrascht haben. Wir haben Lichtfelder, einen Sicherheitscontainer und mehr. Noch haben wir nicht gewonnen. Was ist im Haus am See? Eine Forschungseinrichtung des Bureau am Cauldron Lake zur Untersuchung dieses AWE. Ich habe dort nach Verstärkung gesucht. Aber die ganze Station wurde vom Schatten verschlungen. Wir haben viele gute Agenten verloren. Ich konnte selbst gerade so entkommen. Wünschen Sie mir Glück? Laut der Abteilung für Glück und Wahrscheinlichkeit bin Forschungsstation. Ich Glück zu wünschen. Danke. Das klingt ja interessant. Ist aber schnell dunkel geworden, da draußen. So. Hallo? Saga! Verdammtes FBI, FBC! Ihr Regierungsarschlöcher ruiniert alles! Lasst uns raus hier, verdammt nochmal! Ihr seid die Anführer des Kults. Ihr geht nirgendwo hin. Genau. Wake wird alles ruinieren. Werden Sie ihn los, Saga? Sie haben mich angeschossen. Typisch Regierungsfuzzi. Ach, wie sieht's da nicht aus mit, Profiling und Waffenverbesserungen und so weiter. Etwas nicht stimmt. Ich bin am Arsch. Na toll. Ein Schatten kriecht unter meiner Haut. In meinen Kopf. Sagen Sie meiner Ex, dass es mir leid tut. Das war's, Casey. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er ist schwerer verletzt, als er zugibt. Er hat Angst. Aha. Jo. Jo. So. Na, 13. Kommen wir nicht weit, ne? Pistole. Ne, da brauchen wir 18. Komme ich da wieder raus? So. Das Teil, was wir nicht benutzen, da könnten wir... Erfolgreiche Folgetreffer senken erheblich die Zeit zwischen Schüssen. Heben wir mal auf. Für später. Haben sich ein Büro eingerichtet. In den Zellen. Na ihr. Was geht? Die Musik schon wieder so creepy, ne? Ich brauche den Schlüssel. Ja, dann nimm ihn. Nein. Ah, ein Schraubenzieher. Nein. Okay. Und wer bist du? Alan. Saga. Hast du ihn? Wen? Sie haben Logan in der Geschichte erwähnt. Das haben Sie mir selbst verraten. Aus dem dunklen Ort. Achtung! Scratch kommt! Er ist ganz nah!
Er ist fast hier. Ihretwegen ist meine Tochter tot. Sie ist ein Kind. Was zum Teufel stimmt nicht mit Ihnen? Ich bringe das in Ordnung. Ganz sicher. Ich rette alle, aber uns rennt die Zeit davon. Ich brauche den Klicker. Ich habe den Klicker. Sie werden das in Ordnung bringen. Oh, oh. Irgendwie traue ich dem nicht. Versprechen Sie es. Ja, versprochen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Schnell! Gib ihm nicht, verdammt! Verflucht! Er ist ein verfluchtes Monster, Saga! Wake? Das denke ich nämlich auch. Da ist er! Wir haben auf dich gewartet, du blödes Arschloch! Ich werde dich verdammt nochmal vernichten! Nein, das wirst du nicht. Ja, komm. Ah, da wollte nur die Jacke haben. Guck an. Hallo? Dumm, dass ich jetzt gerade die Fackel in der Hand habe, ne? Oder? Vielleicht doch gut. Einmal. Oh. Komm, schnell, schnell, schnell. Zweimal. Wie schalte ich die Lichter ein? Ich kann sie von hier aus aktivieren, aber... Dreimal. So. Licht. Ja, was? Oh, macht der die wieder aus, der Arsch? Ja, klar. Verdammt. Verdammt. Okay. Überlegen. Überlegen. Das könnt ihr vielleicht auch eine Fackel gebrauchen, ne? Lalalala. Ah, jetzt wieder ausgemacht. Der Sack. Komm, lass mich hier vorbei. Hoho. Jetzt. Oh, nee. Oh, der hat wieder eins ausgemacht. Boah, das ist jetzt... Ach so, gedrückt halten. Ah. Weg. Ja, okay. Danke, Gott. Komm, lass mich. Oh, wo war der andere? Verdammt. Da. Ah, knapp. Jawollo. Und weiter, 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 weiter. Ah, schade. Lauf. Okay, okay. Drei Schuss habe ich noch, immerhin. Guck mal, hier ist Licht. Komm doch, komm doch. Jawohl. Sehr schön. Wie bei Ghostbusters.
Falle aktivieren. Tudum. Scratch war hier. Wird zurückkehren. Was zum Teufel machen wir jetzt? Wie wär's mal mit Lippen bewegen? Sieht viel cooler aus dann. Oh, kurzes Kapitel. Cool. Ja, hören wir wieder ein bisschen Musik. Ja, das ging ja relativ einfach. Man muss halt nur rauskriegen, wie es funktioniert, ne? Das gedrückt halten hätte ich jetzt wahrscheinlich ewig nicht gemerkt. Aber das mit dem Anschießen vor der Lampe war, glaube ich, nicht schlecht, um den zu verlangsamen. Der Musikstil gerade erinnert mich ein bisschen an White Zombie aus den 90ern. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Oder? Wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Das klingt jetzt gerade wie Marilyn Manson. Die Antichrist Superstar. White Zombie featuring Marilyn Manson. Also wenn ich weiß, was für ein Lied ich meine von White Zombie. Da gab es in den 90ern mal More Human Than Human, hieß das Lied. Das klingt genauso. Genauso. Nur mit ein paar Breakbeats dabei. War nicht ziemlich cool für damals. Hey, was mir gerade so einfällt. Also Rob Zombie, der damals White Zombie war, der ist ja in irgendein Spielestudio eingestiegen. Der hat doch was ist eingestiegen? Der hat damals schon in den 90ern war der ja schon wie hießen denn die? Weiß ich es gar nicht mehr. Die haben ja Spiele für Amiga gemacht, bevor er Musik gemacht hat. Und der ist immer noch aktiv in irgendwelchen großen Studios. Vielleicht hat er damit irgendwas zu tun mit dem Lied. Wer weiß. Wir werden es nicht herausfinden.